Noch nie war die Einfahrt auf die Champs-Élysées so entscheidend wie an diesem 23. Juli 1989. Spitzenreiter Laurent Fignon scheint der Sieg sicher. Vor dem letzten Zeitfahren über 24,5 Kilometer liegt der Franzose 50 Sekunden vor Greg LeMond und ist sicher, bei der Einfahrt in Paris seinen dritten Titel davon zu tragen. Doch Fignon kann zwischen Versailles und Paris aufgrund einer Entzündung im Schritt nicht alles geben. Unglaublich, unvorstellbar. LeMond erobert das gelbe Trikot auf den Champs-Élysées zurück. Es ist ein historischer Moment. Die Zeit liegt jetzt bei 26 Minuten und 57 Sekunden. Wenn Fignon nicht in 20 Sekunden einfährt, verliert er die Tour de France. Ihm bleiben jetzt noch 10 Sekunden. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Moment terrible pour Laurent Fignon, puisqu'il faut penser à lui tout en partageant le bonheur de Greg LeMond. C'est terrible ce qui arrive. On en est à la joie de Greg. Alors que Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent, effondré là-bas, couché sur les Champs-Élysées. Bis heute bleibt dies eine der packendsten Sensationen in der Geschichte der Tour de France. Und es bleibt bis heute der geringste Zeitunterschied zwischen dem Sieger und seinem engsten Verfolger.